So, Assalamu alaikum. Eine kurze Pause. Hinter uns ist der Felsendom, Kubbatus Sakhra. Wir sitzen auf dem Tempelberg und in die Richtung ist Masjid al-Aqsa, nur die Treppen runter. Eine kurze Geschichte zur Mittagszeit, hier ist es noch sehr früh. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Nachtreise gemacht, nachts von der heiligen Moschee zur entferntesten Moschee, zum Masjid al-Aqsa. Mit einem Tier, was er beschrieb, kleiner als ein Pferd und größer als ein Esel. Das Name war Burak. Und dieser Burak, dieses Tier, so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam es beschrieben, konnte so weite Schritte machen, wie weit sein Auge sehen konnte. Deswegen war er in kürzester Zeit diese weite Strecke, weit über 1000 Kilometer, bis nach Jerusalem über Nacht. Man sagt, wenn er bergauf ging, verlängerten sich seine Hinterbeine und wenn er bergab ging, verlängerten sich seine Vorderbeine. Und als er hier ankam, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn bestiegen hat, sagte Jibril alaihi wasallam zu ihm, zu dem Tier, der Engel Gabriel, schämst du dich nicht, ja Burak, also bist du nicht schüchtern, wegen der Person, die auf dich draufsteigen wird? Und als er beschrieben hat, wer diese Person ist, brach er in Schweiß aus. Also brach Burak in Schweiß aus. Al-Burak ist das Tier, was auch schon vor ihm verschiedene Propheten bestiegen haben. Beispielsweise Ibrahim a.s. ist mit Burak regelmäßig zum Hause Allahs gereist. Und als sie hier ankamen, in der heiligen Stadt Jerusalem, Al-Quds, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam Burak an einem bestimmten Pfahl oder an einer bestimmten Säule angebunden und ist von hier in dem Gebäude, befindet sich immer noch der Felsen, den kann man sehen, von diesem Felsen in den Himmel aufgestiegen. Und dann haben wir Freunde Raben, ist von hier in den Himmel aufgestiegen und hat bestimmte Ereignisse erlebt und verschiedene Leute getroffen, die Geschichte kennen wir alle. Hat beispielsweise Musa a.s. getroffen und Ibrahim a.s. und ihm wurde Jannah und Jahannam gezeigt und. Das Paradies und die Hölle wurden ihm gezeigt. Und bis zu einem bestimmten Bereich konnte er mit Jibril, mit dem Engel a.s. gehen. Und ab einem bestimmten Bereich konnte der Engel nicht mitgehen. Und diese Geschichte kennen wir. Und das alles hat sich hier ereignet. Hier hinter mir. Und dort unten, wenn man die Treppe runtergeht, ist die Al-Aqsa-Moschee. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam gemäß einer Überlieferung gesagt hat, dass ein Gebet in Masjid al-Haram, in der heiligen Moschee in Mekka, wie 100.000 Gebete ist, hier in Masjid al-Aqsa, gleich 10.000 Gebete. Und in Masjid al-Nabawi, in der Prophetenmoschee, gleich 1000 Gebete. Das sind die drei Orte, die empfohlen werden, besucht zu werden von Muslimen. Also die drei Moscheen sollten besucht werden, wo es sich lohnt und wo es wirklich empfohlen wird und wo es Überlieferungen gibt. Eine Reise hier lohnt sich. Die Menschen hier sind schön, die Gegend hier ist schön, die Geschichte hier ist schön. Eine Empfehlung von mir, besucht diese Stadt. Macht Dua für eure Geschwister und Iman hängt nicht nur von Glauben und nicht nur von Spirituellem ab, Iman hängt auch von Taten ab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Wenn man nach Jerusalem kommt, ich bin hier im Restaurant von Abu Khadija. Sein Restaurant ist am Anfang der Altstadt, direkt hinter der Al-Aqsa-Moschee, also unmittelbar nach dem muslimischen Viertel. Sein älterer Bruder, der hier türkische Gerichte hat, verschiedene internationale Sachen, hat Schals hier hängen von Trabzonspor und anderen Fußballvereinen. Dem Bruder wurden vor ein paar Jahren 31 Millionen Dollar angeboten. Dass er dieses schöne Geschäft, schaut euch die Wände an. Man sieht, dass das hier sehr, sehr alt ist, dass er diesen schönen Laden verkauft. Und er meinte, wenn ihr mir 100 Milliarden Dollar gibt, werde ich euch das niemals verkaufen. Sein sehr guter Bruder ist im Wege nach Jerusalem fallen, grob übersetzt. Er sollte hier vorbeikommen und den Bruder unterstützen. Das ist ein schönes Restaurant. Viel Spaß, Jamaikum. So, Assalamu alaikum. Hier vom Beit al-Maqdis. Es regnet in Strömen. Allah schickt Barmherzigkeiten vom Himmel herab. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte sein Gewand zu öffnen, wenn es regnet, und sein Gewand so zu halten, wenn es regnete. Und erzählte den Menschen, dass Regen Rahma ist, dass es Barmherzigkeit ist. Es regnet, wir sind klitschnass. Meine Schuhe, wir sind gekleidet wie im Sommer, meine Socken sind nass. Ich habe jetzt mit Ach und Krach Wudu gemacht. Und ich muss jetzt irgendwie in einen Gebetsbereich kommen. Also entweder in den Felsendom
oder dort hinten im Masjid al-Aqsa. Mal schauen, wie nass ich noch werden werde. Assalamu alaikum. So, assalamu alaikum. Kurz vor Abfahrt. Das heißt, goodbye al-Aqsa, goodbye al-Quds, goodbye Jerusalem. Hinter mir seht ihr den Minbar, nachgebaut von Salahuddin al-Ayyubi. Damals brachte er den Originalen aus Holz von Damaskus hierhin. Das ist aber nicht der Originale. Das ist exakt der gleiche nachgebaut, weil der Originale 1969 einem Terroranschlag zum Opfer fiel. Hier kam ein australischer Extremist, kennen wir dieser Tage, australischer Extremist, kam hier hin. In einer Reportage heißt es war ein Jude, in der anderen heißt es war ein Extremist, ein extremer Christ. Wikipedia und die Reportage im Fernsehen unterscheiden sich dort. Und die ganze Moschee war damals am Brennen. Auf YouTube gibt es Videos. Die Leute waren außer sich, die dachten, der Tag des jüngsten Gerichts ist eingebrochen. Und die sind mit allem, was sie haben, hingekommen, haben versucht, die Moschee zu löschen und. Und das ist ein Nachbau von dem Originalen. Der besteht aus über 16.000 Teilchen, die ineinander versteckt sind oder ineinander gesteckt. Teilweise sind es wirklich Steckverbindungen. Subhanallah, also ein schöner Bau, sehr hoch. Das wollte ich euch kurz zeigen. Also der Original ist nicht mehr vorhanden. Es gibt draußen ein Museum mit islamischen Sachen, die gefunden wurden aus der Vergangenheit. Münzen, Keramik, Porzellan etc., wo auch noch Teile von dem Alten übrig sind, teils verbrannte Teile. Okay, schönen Tag noch. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.